Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute gehen wir bei den Koalitionsverhandlungen im Bereich Innen und Rechte in die Tiefe. Wir beginnen mit der inneren Sicherheit. Und da geht es zuerst darum, die richtigen Konsequenzen zu ziehen aus den NSU-Verbrechen. Wir müssen unsere Sicherheitsbehörden so umbauen, dass von rassistischer Gewalt bedrohte Menschen in diesem Lande besser geschützt werden. Wir werden auch reden über das NPD-Verbot und über weitere Maßnahmen, wie wir zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die Arbeit der Sicherheitsbehörden und die Arbeit der Bildungseinrichtungen besser verzahnen, um Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland besser bekämpfen zu können. Wir verhandeln auch über Datenschutz und die richtige Konsequenz aus der NSA-Affäre muss sein, dass wir einen besseren Datenschutz bekommen in Deutschland, in Europa, aber auch international. Darüber werden wir verhandeln. Und wir werden auch reden über die Frage, wie können die Menschen in Deutschland stärker beteiligt werden an den wichtigen Entscheidungen. Wir haben Vorschläge, direkte Demokratie in Deutschland einzuführen, auf die Tagesordnung gesetzt. Wir wollen die Große Koalition als große Chance nutzen, jetzt endlich die Möglichkeiten der Bürger zu erweitern, mitzubestimmen in diesem Lande. Die Große Koalition ist eine riesige Möglichkeit. Wir brauchen dafür eine Verfassungsänderung, um Volksentscheide in Deutschland einzuführen. Wir wollen erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht nur alle 4 Jahre bei den Wahlen über die Gesamtrichtung entscheiden können, sondern dass sie auch innerhalb dieser 4 Jahre in einzelnen Fragen selber entscheiden können. Die Direktentscheidungsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger ist eine Möglichkeit, politische Entscheidungen hier in Berlin zu korrigieren. Und ich glaube, wir würden eine ganze Reihe von großen Vorbehalten gegen eine Große Koalition, die ja nicht aus der Luft gegriffen sind, abräumen, wenn die Große Koalition diesen großen Schritt nach vorne ginge und endlich den Weg öffnet, Volksentscheide in Deutschland in die Verfassung zu schreiben.